Ja, willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Wario Land 2 für den Game Boy. Und Moment, ich muss hier so ein bisschen das Kabel. Ja, es geht jetzt in die nächste Stage und das ist Story 4, Find the Hidden Door. Im Syrup Castle befinden wir uns im finalen Kapitel. So, ja, was wartet denn jetzt hier auf uns? Den besiegen wir jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das war kein Fehler. Nicht, dass ich wieder den Gegner brauche. Ah, ich glaube, ich weiß, welches Level das ist. Ja. Da ist es anfangs nicht ersichtlich, wo man entlang kann. Aber das ist ja, denke ich mal, auch das Thema dieses Levels, dass man die versteckte Tür finden muss, ne? Und dann passiert sowas hier. Also wenn wir einmal irgendwie was frei machen, dann ja, wird gleich ein ganz weitläufiger Weg freigeschaltet. Okay, hier scheint nichts zu sein. Dann geht es jetzt weiter nach oben. Moment. So. Ja. Also, würde ich mal sagen, dann geht es hier jetzt weiter. Ah, ja. Ich muss auch mal überall mal gucken, denn es kann ja gut sein, dass irgendwo versteckte Gänge sind. Hallo. Vielleicht kann man auch hier noch nach unten. Das muss man ja immer alles austesten hier. Ja, seht ihr? Deswegen probiere ich das überall hier. Denn, ja, was hat mir das jetzt gebracht? Oder muss ich jetzt hier noch irgendwie nach unten? Oder geht es hier noch weiter? Seltsam irgendwie. Oder es soll mir nur zeigen, Junge, da auf der linken Seite ist noch was. Seht ihr? Das war also nur ein kleiner Hinweis für mich hier. So. Ja, das. Wie gesagt, hier muss man viel herumprobieren, um den Weg zu finden. Und auch um zu Münzen zu kommen. Das ist auch essentiell. So, hier habe ich schon mal die erste versteckte Tür gefunden, aber es kann ja mal sein, dass hier noch was anderes ist. Okay. Dann geht's jetzt ins nächste Gebiet. Ja. Wieso? Ach so, damit man hier Platz hat zum also für die Stampfattacke. Das ist ein sehr interessantes Level, muss ich sagen. Ich mag sowas. Also hier, ja, findet man nur Münzen, also nichts weiteres hier, wie es so scheint. Ja, okay, dann los, weiter, weiter, weiter. Ah ja, hab mir das doch gedacht. Aber wozu das jetzt? Ah ja. Das muss aber jetzt essentiell sein hier. Oh. So, hier war noch eine Münze. So. Ist jetzt schon die Tür zum Weiterkommen oder ist es das Minigame? Ich gehe mal kurz rein. Oder im Bonusraum kann auch. Oh Gott, nein. Ich hasse die Viecher. Ja. So schnell wird man von denen getroffen. Oh Gott. Ja. Schöner Blind Jump. Man konnte ja nichts sehen. Meine Fresse. Oh, das lohnt sich auf jeden Fall hier entlang gegangen zu sein. Okay. Hallo, weiter, 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 weiter. Kann ich hier noch was machen? Nee. Das war auf jeden Fall ein Bonusraub. Kommt raus, dann kommt gleich so ein Hanepiepel an hier. Aber ich frage mich, warum man hier durch kann. Wenn es einem keinen Mehrwert bietet, ist das doch irgendwie ein bisschen fraglich dann, oder? So. Ich habe auch noch nicht alles hier entdeckt. Komm du mir mal an hier. Komm du mir mal nach Hause. So. Okay. Dann wollen wir mal hier als nächstes. Okay, da war nichts. Aber hier offensichtlich, ja. So, und ich hoffe ja, dass ich noch 200 Münzen erreichen werde, bis ich das Minispiel mache. Ich habe keine Lust,
da Angst haben zu müssen, dass ich es nicht schaffe, da es einfach nur viel zu schnell wieder weggeht. Also ihr kennt das ja, also wenn ich das Minispiel auf, also nicht auf Easy spiele, sondern ja, Normal wäre schon möglich. Ich habe ja schon über 100 Münzen, aber Normal, selbst Normal ist schon richtig heftig, weil da schon die... Na, ich gehe erstmal hier weiter. Ich schätze mal, das ist der richtige Weg dort. Also, weil Normal ja auch schon richtig schwierig ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen schwierig, weil... Wozu ist denn jetzt der Weg? Okay. Soll wohl ein Irrweg sein. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Oder war hier noch? Nee, hier war nichts mehr. Also weil da die Bilder ja auch schon wieder ziemlich schnell weggehen dann. Und also bei Normal selbst. Und das ist dann natürlich nicht so gut, wenn ich deswegen failen sollte. Dann müsste ich das nämlich auch nochmal auch mit reinschneiden. In dem Zusammenschnitt, in dem ich die bisher verpassten Minispiele beziehungsweise nicht geschafften Minispiele, weil ich das passende Bild nicht entdeckt habe, nochmal spielen muss und mit reinschneiden muss, will ich auf jeden Fall so minimal wie möglich halten. Ja, jegliche Möglichkeiten ausprobieren hier. Ja. Moment, ich kann mir gut vorstellen, dass ich... Ah ja, hier weiterkomme. Oh. Oh. Moment. Ah ja. Was ist da drin? Da geht's offensichtlich weiter. Das heißt, ich habe hier noch Möglichkeiten. An Münzen zu kommen oder beziehungsweise das Bonusspiel zu finden. Aber wenn ich das finde, dann werde ich erstmal Münzen noch an anderen Orten einsammeln. Ah, hier könnte es sein, ne, das Minispiel. Ach so. Ja, war das andere vielleicht auch? Nur, ach nee, hier, also das hier ist auf jeden Fall Bonus. Das ist auch gut. Aber ich schätze mal, da wo ich eben war, da geht es auch weiter. Oder war das auch nur Bonus? Schauen wir uns mal noch weiter um. Wenn es noch mehrere Wege gibt, dann werde ich die auch entsprechend gehen. Also ich prüfe hier noch mal ein bisschen herum. Ah, hier muss man viel ausprobieren. Moment mal. Da geht es auch noch nach oben. Habe ich, glaube ich, noch nicht ausprobiert da oben, ne? Oder? Hier war ich noch nicht, ne. Oh, jetzt brauche ich hier den Gegner. So. Ja, perfekt. Aber da oben sind auch noch Münzen. Wie kommt man denn da hin? Das frage ich mich jetzt. Aber okay. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich werde jetzt... Oh. Okay. Wozu? Wozu ist das jetzt hier? Einfach nur so, oder was? Naja, auf jeden Fall... Ja, wollen wir mal hier jetzt weiter. Okay. Ein weiterer Raum. Also es ging hier tatsächlich weiter. Mit meiner Vermutung lag ich da schon richtig. So. Oha. Da gibt's viel zu entdecken hier. Oha. Das ist vielleicht jetzt komplex hier. Oha, oha. Ah, das ist gut. Da will ich hin. Ganz dringend will ich da hin. Sehr schön. Die Münzen habe ich jetzt. Und jetzt, ja, ich habe jetzt über 200 Münzen. Oh, da ist das Ziel. Okay. Da oben war noch eine Tür. Und da oben will ich jetzt auch noch hin.
Denn ich vermute dort oben... Wie soll ich da jetzt hinkommen? Das ist bestimmt... Ach so, da war ja noch ein anderer Weg. Moment, hier entlang. Genau. Also das ist auf jeden Fall das Ziel da unten. Da wollen wir aber noch nicht hin. Moment mal. Ja gut, die kann ich mir dann immer noch holen. Ich muss ja sowieso noch zum Ziel hinlaufen dann. Ich schätze mal, dass ich hinter dem Ziel noch eine Wand kaputt machen kann. So, jetzt bin ich hier. Das habe ich ja auch schon aus der Ferne gesehen. Das heißt, ich nähere mich der Tür, die dort oben ist, immer weiter. Oh, hier wird man ja verwöhnt hier. Vielleicht bringt das hier noch? Nee, ich denke mal, das ist schon Belohnung genug, dass man hier jetzt 4 von diesen Riesenmünzen bekommt. Ah, sogar noch mehr hier. Ja, da komme ich zur Tür, aber ich will erstmal hier die Münzen noch einsammeln. So. Okay, ich schätze mal... Moment, erstmal kurz hier noch ein bisschen umgucken. Ne. Ich schätze mal, hier ist das Bonusspiel. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, spielen will ich es natürlich. Und... natürlich auf easy. So, wollen wir hoffen, dass ich auch jetzt den entdecke. Oh Gott, der ist das. Okay. Oh, dieses Abzielen, das macht mich nervös. Ja, ich habe ihn gesehen. Gut. Dann hätten wir das in diesem Level auch schon mal. Oh, die ganzen anderen... Was ist das denn? Habe ich jetzt nicht erkannt, was es sein soll. Auf jeden Fall, ja, ich muss die anderen auch noch, also die ich nicht geschafft habe bisher, die muss ich dann noch zusammenschneiden. Das wird auch wieder ein Spaß. Oh, Mann, Mann, Mann. Aber zusammenschneiden, das... Hä? Moment. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ach, ich muss ja... Na, kein Wunder. Ich muss ja auch nach oben. Ich muss an der Tür vorbei hier und dann nach oben. Auf jeden Fall, ja, das wird auch eine Arbeit, dieses Zusammenschneiden, aber naja, hilft ja nichts. Ich will ja, ich habe ja gesagt, ich mache jetzt 100% hier und dann will ich das auch einhalten. Also nicht einfach sagen, hey, ich habe keine Lust, dann, ich will doch nicht 100% machen. Das gibt's bei mir nicht, sowas. Ja, das Level haben wir jetzt auch geschafft. Und ja, ein paar Münzen dann auch noch hier mit, ich erkenne es immer noch nicht. Was soll das sein? Schildkrötenpanzer? Oder sieht das irgendwie aus einem anderen Winkel irgendwie? Erkenne ich jetzt nicht. Ein Burrito? Hm. Ich erkenne das irgendwie nicht, was es sein soll. Aber vielleicht wisst ihr das ja oder habt es besser erkannt als ich. Ich habe da jetzt raus nichts erkannt. Ja, das wollen wir natürlich auch hier spielen jetzt. So. Dann bitte was Einfaches, wo ich nicht so viele Münzen ausgeben muss. Ist eine 1, ne? Moment, wenn da oben nichts ist, es könnte auch noch eine 4 sein. Ja, es könnte auch noch eine 4 sein. Ist aber nicht, es ist die 1. Ja. Boah, den muss ich auch noch machen, den ich da nicht geschafft habe. Nur weil ich da eine Möglichkeit nicht in Betracht gezogen hatte. Und die war es gerade. Ah... Ja, Final Chapter, Final Story, sozusagen das Final Level. Und was passt zum Final Level Gamer besser als das Final Level? Also, The Final Battle. Viermal Final. Der Final Level Gamer spielt im Final Chapter, in der Final Story, The Final Battle. Hä? Das fängt so an? Fängt das sich anders an? Ich weiß noch, dass da irgendwie diese Schneemänner hier sind. Na gut. Irgendwie müsste ich da nach oben kommen. So, der stört momentan nicht. So. Ach so. Ja, natürlich. So komme ich nach oben. Shit. Das ist jetzt blöd hier. Okay, den haben wir schon mal. Beim anderen, da wird das nicht so einfach sein.
Obwohl doch. Man muss nur wissen, von welcher Ebene aus man die Gegner angreifen möchte. Und das ist auch wirklich jetzt so eine, ja, typische... Boah, hier. Boss-Level-Musik. In diesem Teil. Aber bisher wurde die nur einmal gespielt. Und zwar im ersten Kapitel. Im Boss-Level. Ich mag diesen Track. So, gehen wir mal hier so runter. Ah, mühsam ernährt sich der Wario. Solche Viecher sind das... Hat mir gar nicht, aber... Gut, war jetzt auch nicht so... Ach so, ich hätte den als Sprungbrett nutzen sollen. Na gut, dann weiß ich das hier für diesen... Besser her, für diese Seite. Aber... Was für die andere Seite galt, kann ich auch hier machen. Indem ich einfach den Gegner hier rüber nehme. So, zum Dank werde ich ihm eine verpassen, falls er noch... Nee, er ist rausgespawnt, okay. WTF. Ah, der Vogel wieder hier. Ah, hier gibt's so einiges. Wow. Na, der Vogel respawnt. Oh Gott, nee, nicht das. Jetzt kommen die Schneemänner, ja. Die mag ich ja nun gar nicht. Die können richtig trollen. Ja. Oh Gott. So. Ja, mit der Münze. Jede Münze ist jetzt wichtig. Ich weiß nicht, wo das Bono-Spiel vorkommt. So, hier haben wir das. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Okay, da brauche ich einen... Gegner. Dann nehme ich mal den hier gleich. Aber wie soll ich das machen? Ob das so von hier aus geht? Wozu braucht man denn da... Ja, den Block? Also, wozu müsste man hier den Block wegmachen? Das macht da keinen Sinn. So. Shit. Ja. Gut, dass ich den Block da nicht weggenommen habe. Hahaha. So, den brauche ich jetzt. Man hat ja nicht mal die Chance. Ganz ehrlich mal, Leute hier. Man hat nicht mal die Chance. Man wird gleich getroffen, wenn man den Raum betritt. Ich habe noch nicht 200, deswegen ich noch nicht das Minispiel machen kann jetzt. Ich könnte schon, natürlich könnte ich es machen, aber ich will es ja jetzt noch nicht machen. Aufgrund der Tatsache, dass ich das mit 200 Münzen spielen möchte. Wasser hier und Stacheln da oben und Wasser dort. Ach, ich glaube, jetzt kommen diese Viecher, ne? Mhm. Ja, deswegen... auch nervig. Mann, ihr seid so eine Scheißviecher. Oh, du bist ein Trottel, Wario. Das Dumme ist jetzt, ich muss da nochmal zurück und hier wieder rein. So, der ist jetzt weg. Obwohl, eigentlich gar nicht mal so... Moment. Wo ist der? So. Ja, los, Wario! Eben hast du die auch in... So. Sei nicht dämlich, du besoffenes Arschloch. So. Ja, die geben einen Drogen. Ja, nimm den! So. Darf ich da nicht so hoch springen, weil ich sonst an die Stacheln komme. Und jetzt muss ich genau hier freischalten. Was wäre denn da oben? Da komme ich. Wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Naja, gut, die Münze lasse ich jetzt da mal. Okay. Habe ich von hier aus dahin. Da ist auch schon der Boss.
Aber den werde ich in diesem Part noch jetzt in diesem Part nicht mehr machen. Weil, ihr seht ja die Zeit. Es wird Zeit, den Part allmählich zu beenden. Aber dann kann ich ja im nächsten Part den Boss und dann kommt der Abspann und dann kann ich ja den Zusammenschnitt machen. Das würde eigentlich ganz gut passen. Dann habe ich das nämlich für den Durchgang. Oh, fall vielleicht noch weiter zurück. So, nun weg da, du Scheißding. Kann ich ja nichts kaputt machen hier? Ach doch. Und das bestimmt auch das Minispiel, ne? Oder? Sehr schön. Dann kann ich das hier auch noch machen. Okay, 300 Münzen genau. Aber wir geben 200 aus für die für den Easy Mode hier. Okay. Okay, gesehen. Nämlich dort. Die Krone habe ich jetzt bekommen. Ja, interessant. So, jetzt muss ich, hier nochmal zurück. Komm, weg da, weg da, weg da. Und dann geht es... Hier ist nichts mehr, ne? Und dann geht es im nächsten Part zum Boss. Und ja, das wird Captain Syrup höchstpersönlich sein. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann und tschüss.